Hallo und herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Jörns Swedish Racing World, exklusiv hier bei uns auf www.trotto.de und www.hufer.de. Ja, ich stehe hier da, wo man sein muss. Ich stehe beim Elitlaufwett 2022. Wir sehen hinter mir die Tribüne am heutigen Freitag, ist gut gefüllt und wir waren hier die ersten Eindrücke. Das dritte Rennen wird gleich gestartet. Wir sehen ja auch mal die Bahn, dementsprechend, dass wir sehen das Elektären, also die Tribüne, ist auch schon gut besucht. Es ist toll, dass die Zuschauer wieder da sind und es ist toll, dass hoffentlich auch viele von euch da sind. Ich habe schon einige User getroffen aus unserem Hufworld-Forum und ich hoffe natürlich, dass auch einige weitere noch dabei sein werden. Ja, ich habe auch schon mich im Stall ein bisschen umgehört und ich habe wirklich sehr, sehr verschiedene Meinungen über den Elitlaufwett gehört. Also ich habe mit Eric Eilson kurz gesprochen, er sagt mit Hail Mary, er ist sich gar nicht so sicher, ob Hail Mary nach einer so langen Pause nur einem Rennen zwei Heats schon durchhalten kann. Das sagt er mir ganz ehrlich. Er will natürlich versuchen zu gewinnen. Er sagt, er persönlich ist ein bisschen skeptisch, aber er versucht natürlich alles. Ich habe auch weiter mit Björn Gub gesprochen. Björn Gub hat mir gesagt, eine ganz interessante Info zum Harpers Hanover Lob über Moni Viking. Er sagt, er glaubt nicht, dass Moni Viking eine Chance hat auf den Sieg. Er wird natürlich alles versuchen. Aber Moni Viking hat die letzten Tage nicht so gut trainiert und er hat gesagt, ein bisschen Vorsicht ist zumindest angebracht bei Moni Viking. Man sollte also Moni Viking im Harpers Hanover Lob nicht blind mal auf Sieg spielen. Er wird natürlich trotzdem versuchen zu gewinnen. Unser Björn, wir kennen ihn, möchte natürlich versuchen, das Beste herauszuholen. Ja, und ich habe mich auch noch ein bisschen umgehört bezüglich des Elite-Loppets und viele Experten, eine Minute Zeit, viele Experten reden natürlich hier von Etonon. Und den sehe ich auch ganz weit vorne. Nach der letzten Leistung in Frankreich sollte das auf jeden Fall hier einer der zu schlagenden Pferde sein. Ihr könnt mitwetten auf www.trotto.de und www.hufer.de. Da gibt es die weiteren Informationen. Und es gibt auch noch bis 45 Minuten oder 45 Sekunden vorher noch auf jeden Fall weitere Informationen. Deswegen klickt rein, www.trotto.de, www.hufer.de. Dort könnt ihr alle Rennen live bewerten und mit dabei sein. Elitlaufwett 2022, es geht los!